So sieht man nach der Eistonne aus. Farbunterschied ist da. Sixpack. Mal sehen, ob es hilft. Servus ihr Lieben, hier Grüße aus Lissabon. Heute startet der erste Tag der Europameisterschaft hier. Und wir sind super motiviert, sind super heiß. Heute sind nur die Open dran. Teamwettbewerb geht erst morgen los. Wir halten euch auf dem Laufenden, also stay tuned und freut euch auf die Ergebnisse. Die deutsche Paddle-Nationalmannschaft hat die Sicherheitskontrolle hinter sich gelassen. Vincent Jülich hatte die größten Probleme auf die Frage, haben Sie Flüssigkeiten dabei? Nein geantwortet, dann wurde erstmal ein ganzes Parfümregal bei ihm aus der Flasche gezogen. Hast du gut gemacht? Danke. Und jetzt ziehen wir alle los, BER-Flughafen Richtung Lissabon. Frank de Vries und Jojo Lindmeier sind schon dort und der Rest folgt. Zwei Personen, wie sie verschiedener in Sachen Nationalmannschaft nicht sein könnten. Lingo rechts Rekordnationalspieler, Chris links Debütant. Chris, wie fühlst du dich? Worauf hast du am meisten Bock? Auf die Woche zu performen, neben dem Platz und sowohl auch auf dem Platz natürlich. Und die beste Platzierung auszuholen. Lingo, was traust du Chris zu? Einiges nach der Leistung heute, sehr viel. Wir freuen uns, den dabei zu haben. Ein bisschen frischen Wind in der Truppe, schadet nie. Herzlich willkommen auch auf der offiziellen EM-Anlage diesen Jahres in Oeiras. Ja, das Plakat. Links haben wir 5 Indoor-Courts. Ein Outdoor-Court hier, der für das Turnier aber nicht verwendet wird, sondern kann man sich einspielen. Links, im linken Bereich, sehen wir, haben jetzt gerade schon mal das Zelt gesehen, wo gespeist wird. Hier haben wir eine kleine Players-Lounge. Und dann geht es hier direkt geradeaus zu den Courts. Links haben wir noch die Möglichkeit in der anderen Players-Lounge für Behandlungen. Da bei Food and Beverage gibt es Essen und Getränke. Und hier geht's rein in die heiligen Hallen der Oeiras Paddle Academy. Bitte. Willa Blaschke, Fahntrainer der deutschen Paddel-Nationalmannschaft bei der Einlaufzeremonie. Das sieht geübt aus. Miguel, was hast du genau mit Germany zu tun? Bitte? Ja. Freust du dich auf dein erstes Match für Deutschland? Ja, klar. Ja? Ja, ja. Mit wem spielst du? Mit Jojo. Gegen? Gegen, keine Ahnung. Okay. Ich weiß nur die Uhr. Sehr gut. Dann freuen wir uns auf das Match gleich. So, wir haben hier die Akkreditierung in Person vor uns. Frankie, was hast du da um deinen Hals hängen? Das sind die Akkreditierungskarten für alle, die diese noch nicht haben. Also, wenn hier einer akkreditiert ist bei dem Turnier, dann bin ich das. Sehr gut. Wir gratulieren dazu. Open. Zweite Runde hatten wir erst den Rast. Satz da gegen zwei andere. 15:40 und holen sich jetzt hier diesen Punkt. Wir melden uns zurück mit dem Matchball. Match am Stand von 5:0 im zweiten Satz. Lingo mit einem starken Ball hinten über die Scheibe. Und Ling Jülich hier. Mit dem Sieg im letzten Match des Tages. Kurze Analyse von euch beiden. Ja, mach du mal. Gut, nicht gut reingekommen. Haben uns dann gut rausgekämpft. 1-3 hinten, gewinnst dann 6-4, 6-0. Auch verdient, die Qualität ein bisschen erhöht. Zusammen passt gut. Ja, aber was soll ich sagen? Zusammen passt gut. Es könnte sein, dass der Heiratsantrag heute Abend auf dem Zimmer noch folgt. Aber Der Coach? I'm the coach. Der Coach ist incredible. Ja, incredible. Danke. Excellent. Gute Tipps gegeben, haben wir umsetzen können dann irgendwann. War gut. Ab dem 1-3 war es gut, davor nicht. Ja, Europameisterschaftspremiere, kurz vor dem ersten Open Match. Was sagst du? Wie geht's dir? Ja, langsam ein bisschen nervös, aber sonst freue ich mich jetzt. Langsam ein bisschen nervös, Müller. Kannst du das bestätigen, dass sie langsam etwas nervös hier? So halb. Heute Morgen haben schon die Hände geschwitzt. Also, wir haben den ersten deutschen Sieg bei der diesjährigen Europameisterschaft gesehen von den beiden Damen. Was sagt ihr dazu? Ihr habt gegen die Irinnen gespielt. Wie war's? Ja, gut.
Gut? Ja. Wie gut? Sehr gut. 6-1-6-0. Ja. Woran lag's? Das eine Game, was sollte das? Ja, weiß ich nicht. Wir wollen die nicht 0-0 vom Platz lassen. Sehr fair. Ben und Claudia, herzlich willkommen in Lissabon zur Obermeisterschaft. Ihr habt jetzt eure Teamkollegin schon auf dem Platz sehen dürfen. Ihr greift gleich ins Geschehen ein. Wie geht's euch? Sehr gut. Also 2-0 für Team Germany. Ist auf jeden Fall ein starker Start ins Turnier. Und wir haben Bock. Ja? Gegen wen geht's für euch gleich? Die Nummer 1 aus der Schweiz. Dann drücken wir euch die Daumen. So, behind the scenes haben wir natürlich alles dabei. Eistonne, mal gucken, wer es besser aushält. Ist das schon die Verbreitung? Jesus. Atmen nicht vergessen. Wollt ihr euren Fans zu Hause noch ein paar letzte Worte für den Tag, für das Ende des Tages mitgeben? Ich glaube, rundum erfolgreicher Tag. Erster Tag ist immer nicht so einfach, alle ein bisschen angespannt. Viele neue dabei, die sich jetzt gut geschlagen haben. Großen Dank auch nochmal an Dennis, der hier ist. Der uns schon sehr, sehr gut versorgt hat. Eine bessere Unterstützung können wir uns nicht vorstellen, als Dennis, Frankie und Juan als Coach noch dabei zu haben. Wir freuen uns auf die Woche, wir freuen uns auf den Support von zu Hause und auf geile Matches und auf hoffentlich das beste Ergebnis für Deutschland jemals bei einer EM. Kann ich nichts hinzufügen, war sehr, sehr toll zusammengefasst. Herzlichen Dank.